Ihr seid wieder auf dem Kanal auf ins Dannyland gelandet. Und ja, das war mein Handy, Entschuldigung. Ja, ich habe hier ein Päckchen, ein Kooperationspäckchen von der lieben Firma Newcraft Day. Vielen Dank dafür. Und zwar sind ja momentan diese neuen Perlenstickbilder total gehypt. Wobei, ich bin ja echt mal gespannt, wann die nächste Firma die auf den Markt bringt. Aktuell sind es viele Anbieter, also viele Firmen, wo ihr die bestellen könnt und immer mehr Motive. Aber aktuell ist das alles von der gleichen Firma. Also wisst ihr schon quasi, welche Verpackung ich jetzt hier aus dieser Tüte raushole. Aber die Motive werden immer cooler. Ich vermute mal wirklich, dass sie die von Diamond Painting Bilder nehmen, weil das Motiv, was hier drin ist, habe ich schon lange, lange, lange im Auge als Painting-Bild. Und wo Newcraft mich jetzt nochmal gefragt hat, ob ich nicht von denen nochmal was vorstellen möchte, ich gedacht, oh, das Bild gibt es jetzt so als Perlenbild. Ja, nehme ich. Nehme ich. So. Hier ist die allbekannte Verpackung. Na, Lula, Schatz. Luna ist fröstelig, ne? Luna ist sehr kuschelig momentan. Ja, ich weiß. Luna will euch auch zeigen, was da drin ist, ne? Wartet mal. Wir machen das mal auf. So. Und dann holen wir das Ganze mal raus. Und da jetzt hier neben mir, weil ich den Tisch aufgeräumt habe, wieder so viel Platz ist, kann ich da jetzt erstmal die Verpackung hinpacken. So, und da habt ihr jetzt schon gelunzt. Ich wollte eigentlich... Plup, plup. Ich wollte es eigentlich noch nicht zeigen, aber gut. Ihr habt es gesehen und guckt mal, hier sind die Perlen. Ja, und oh, das Grün hier. Schaut mal. Das ist ja eine schöne Farbe. Und hier auch. Ist da so viel Grün in dem Bild? Und guck mal, was da jetzt bei ist. Okay, da ist jetzt so eine Legende bei. Aber ich befürchte bald, dass dieses hier dem hier entspricht. Und das, was hier ist, das ist, kann ich damit nicht in Einklang bringen. Okay, hat sich das also schon erledigt, weil sonst wäre das schon cool, wenn man das durch einen Stickermaker jetzt ziehen könnte. Dann haben wir hier wieder unsere Rolle Garn. Wir haben unsere drei Nadeln. Und dann machen wir mal wluppdiwlupp und dann haben wir unsere Fischis. Da sind sie. Ich glaube, das sind Kois. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Also so sieht das Bild zum Bild aus. ja, mal gucken, wie es nachher rüberkommt. Ob hier wirklich diese Härchen von den Fischen, ob man die sehen können wird, bezweifle ich allerdings. Gut, es ist halt sehr großpixelig, dadurch, dass wir große Perlen haben. Aber Leute, es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Und ich habe hier ein Perlenbrett, das mein Sohn mir gedruckt hat. Hupsala. Ich glaube, da muss er mir noch eins machen. Weil wir haben hier 27 Farben. Und hier passen nur 16 rein. Wie ihr seht, ist das Magnet mit Magnet verschlossen. Und ja. Da können wir dann... Also ich hatte gehofft, dass wir dann das einfach durch einen Stickermaker jagen und hier drauf kleben können, aber das können wir jetzt so nicht. Ich werde mir das hier, die Legende, die hier seitlich dran ist, einfach auf meinen Scanner legen. Vielleicht noch ein bisschen verkleinern, Entschuldigung, mein Hocker. Ein bisschen verkleinern, dass ich mir das hier drauf kleben kann, nachdem ich es durch einen Stickermaker gezogen habe. Und dann kann ich meine Farben da reinkitten. Wenn ich sie dann aus der Tüte kriege. Also wenn ihr auch Interesse an so einem Teil habt, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schicken. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß jetzt gar nicht. Also die steht nicht hier. Die
steht nicht in der Kommentare. Oh, Leute, wartet kurz. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich packe es euch einfach in die Infobox. Auch eine Idee, ne? Machen wir so. So, wir kippen mal aus. Und dann gucken wir uns mal die schönen Farben an. Oh, sind das viele. Ich glaube, das ist bisher das größte Bild, was ich habe. Weil ich bin ja noch bei den Füchsen am Gange. Das ist aber nicht ganz so groß wie dieses hier. Blautöne. So blau-grün haben wir hier. Voll die schönen Grünfarben. Hier so ganz leicht nur von den Nuancen unterschiedlich. Also hier ist wirklich nur ganz leicht. Oh, wartet mal kurz. Oh, entschuldigt. Ich habe mich gerade erschrocken, weil ich draußen Geräusch gehört habe. Das ist heute so stürmisch. Ich habe gedacht, da wäre irgendwas passiert. Ist aber nicht. Mein Sohn hat nur Müll rausgebracht. Seine tägliche Aufgabe. Es ist zwar jetzt schon am Dunkelwerden, aber er hat sie heute noch erledigt. Alles gut. Ich kontrolliere mal erst vom Schlafen gehen, ob es fertig ist oder nicht. So, also hier, wie gesagt, nur ganz leichte Nuancen, unterschiedlich die Grüntöne. Dann haben wir hier so Rot, Rot-Braun-Orangetöne. Hier haben wir noch so ein Petrol, auch richtig schön. Dann, also sind wirklich dieses Mal richtig viele Farben dabei. Und auch keine, wo ich jetzt sage, oh, die ist ja so wie die andere. Also sind alle leicht unterschiedlich. Und auch nicht so wie bei dem ersten Bild, was ich hatte. Beziehungsweise, was ich sticke, also die Füchse. Da habt ihr dann, wenn ihr die Farbe so habt und guckt und denkt, das könnten auch verschiedene Farbnuancen in einer Tüte sein. Das fällt mir hier gar nicht auf. Also hier ist das wirklich schön, alles eine Farbe. Richtig cool. Ja, hier auch. Also da sehe ich nichts. Gut, dass da mal eine halbe Perle drin ist, wie jetzt hier. Ja, wenn genug dabei sind, ist das ja egal. Ach, ne? Also das ist ja auch, da könnte man denken, das ist ein Grün und das geht aber auch ins ja, dunkle Schwarz, irgendwie so schwarz-grün. Also die Farben begeistern mich gerade total. Klar, es ist kein Tokareva, ne? Das ist so, als wenn ihr vergleicht, so ihr habt jetzt ein Diamond Painting Bild von Amazon gekauft oder aus dem Action und dann habt ihr da von Dreamer Designs oder Diamond Art Club oder Karat Art ein Bild liegen mit Lizenz und Hartstein und Flauschleinwand oder Oraloa oder so. Es sind ganz andere Welten, natürlich. Aber sie machen Spaß und für den Anfang und so zum Einstieg. Und ich finde sie toll. Also ich mag sie. Ich finde sie, sagen wir mal so, ich finde sie sympathisch. Ja? Ich meine, die kosten auch schon, gerade so größere kosten auch schon ihr Geld. Wartet, wir gucken mal, was dieses Bildchen jetzt hier kostet. Aber auch da könnt ihr sparen, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier meinen Rabattcode benutzt. Und auch dann habt ihr da schon ein wenig weniger Geld, was ihr da ausgeben musstet. So, ich schaue mal gerade kurz. Pum, pum, pum. Mein Handy ist nicht so schnell. So, also, wo haben wir? Da ist der Link. Und dann haben wir hier... So, da haben wir hier, sag ich mal, die Serie, wo das Bild zugehört. Hallo, Handy. Da gibt es nämlich dieses coole Motiv. Irgendwie, ich habe meine Hände gerade eingecremt. Ich glaube, das mag mein Handy nicht so gerne. Das tolle Motiv. Dann haben wir hier die Fische, die ich habe. Dann haben wir diesen Drachenfänger oder, keine Ahnung, ist es irgendein Fantasy-Bild? Oh, das ist auch toll, ne? Das ist super. Frage ist, wie die dann rauskommen. Aber ich denke mal schon, dass die gut rauskommen. Gut, da seid ihr dann, wenn wir das jetzt mal in Euro anzeigen lassen. Pum, 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 pum. Hallo.
Das Knetern, was ihr gerade hört, ist die liebe Käthe. Also etwas über 50 Euro, ne? Also wenn ihr da 10% von mir sparen könnt, dann habt ihr schon... Dann seid ihr bei unter... Dann seid ihr so um die 45 Euro. Noch ein bisschen weniger. Na, und ja. Ist auch noch viel Geld, ich weiß. Ist aber deutlich billiger als so ein Tokareva. Ja. So, jetzt habt ihr viel von meinem Handy gesehen, was ihr eigentlich gar nicht sehen solltet. Aber ich werde es überleben. Ihr habt auch ganz kurz meine E-Mail-Adresse gesehen. Also wer aufgepasst hat, der muss gar nicht in die Infobox gucken. Der hat die da jetzt. Und ja, es ist ein wirklich schönes Bild. Und ich glaube... Nee, mache ich nicht. Ich habe erst überlegt, ob ich es anfange. Mir kribbelt es in den Finger. Aber ich möchte dann doch erst gern die Füchse fertig machen. Und ich gestehe, an den Füchsen habe ich jetzt diese Woche noch gar nicht gearbeitet. Also heute ist Samstag, weil, wie ihr wisst, ich drehe ja immer nur am Wochenende Videos. Also ganz selten mal, dass ich außerhalb der Woche drehe. Aber jetzt kommende Woche ist kurze Woche, da werde ich auch eher dazu kommen. Also da ist langes Wochenende, weil wir haben Brückentag auf der Arbeit. Am Freitag haben wir nicht auf, weil ja Donnerstag Feiertag ist. Und freitags arbeiten wir eh nur 4 Stunden und hat Chef gesagt, nö, bleibt mal alle zu Hause. So, jetzt habe ich mich wieder verquatschelt. Was wollte ich eigentlich sagen? Dass ich an meinen Füchsen die ganze Woche nicht gestickt habe. Dafür habe ich gepaintet. Dann habe ich an meinem Tokareva-Bild weitergemacht. Ich habe an den Rosen weitergestickt. Also da werde ich euch noch ein bisschen was zeigen. Ich habe einen neuen Stickring gekauft. Der wurde mir von einer Zuschauerin empfohlen. Und den muss ich auch noch testen. Genau, damit war ich beschäftigt. Und ganz viel mit 3D-Drucken für diese tollen Sachen. Und ich war damit beschäftigt, meine Internetseite zu gestalten mit meinem Sohn zusammen. Und deswegen sind die Füchse nicht weiter gewachsen. Genau. Aber echt diese Farben. Ja. Schön, 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 schön. Also gefällt mir. Auch dass jetzt mal ein paar mehr Farben drin sind. Ist auch nett. Ich glaube, jetzt habe ich euch genug zugequasselt. Tolles Bild. New Craft Day, auch ein toller Shop. Also kriegt ihr ja nicht nur Sticksachen, Perlensticken, ihr bekommt auch Diamond Painting. Also schaut doch ruhig mal vorbei. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich immer. Abonnieren könnt ihr mich auch gerne, wenn ihr wissen wollt, was hier noch so passiert. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer von Herzen, dass alles, was ihr euch wünscht, in Erfüllung geht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.